Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Mission im Add-on von Siedler 4. Und zwar sind wir jetzt schon weit, weit, weit vorangekommen in der Siedelkampagne. Es ist nur noch eine Siedelmission vor uns und ich quatsche zu viel. Unsere Welt steht vor einem Zusammenbruch. Das Wetter hat sich unnatürlich verschlechtert. Eine Katastrophe steht bevor. Unsere Förster sind der Meinung, dass diesem Phänomen die Abrodung der Baumgebiete zugrunde liegt. Der Völkerbund hat uns beauftragt, die verwüsteten Gebiete zu rekultivieren. Werden wir diese Aufgabe nicht erfüllen, droht uns der Untergang. Wow, wie bedrohlich beschrieben und wie bedrohlich ausgesprochen, ja. Das habe ich ja irgendwie schon fast vermutet, dass wir jetzt als Wikinger ein paar Bäume pflanzen müssen. Ui. Okay. Erkennt jemand die Karte? Das ist ja witzig. Das ist die Welt. Das ist ja lustig. Wir starten als Wikinger oben irgendwo in Alaska anscheinend. Ja, ist ja ganz toll. Wahrscheinlich ist das komplett verschneit. Und wir müssen alles wieder aufforsten. Die gesamten Wüstengebiete, also diesen ganzen Sahara-Strich hier, also, ne, und Wüste Gobi und alles. Okay, in Grasland. Wandeln Sie, ach so, pflanzen Sie dort viele neue Bäume. Okay, viele neue Bäume ist auch eine relativ, Sie dürfen Hilfe erwarten. Ach, das ist ja schön. Und finden Sie schnellstens das Gold. Ach, danke schön. Das ist ja ein toller Hinweis. Ja, Gold gibt's ja meistens in Südafrika, ne? Oder so. Na, wobei, hier, wir sind Alaska, Klondike und so. Das ist hier wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Sehr cool. Die ganzen Goldrausche, Wilden Westen hier, ne? Das ist alles, da finden wir hier alles, ne? Geil! Cool! Gefällt mir! Richtig geil! Oh, wir haben direkt Mana-Produktion. Okay, jetzt geht's aber richtig wild los hier. Was denn da? Was geht denn jetzt ab? Jetzt bin ich überfordert. Jetzt bin ich gerade komplett überfordert. Wir kriegen schon direkt Mana und so ein Gedöns. Warum? Das ist ja völlig wild. Gut, dann bauen wir uns erstmal ein paar Holzfäller und ähnliches. Wir brauchen ein paar Türme. Ich sehe da schon auf der Karte, dass wir anscheinend uns in verschiedene Richtungen voranarbeiten können. Das ist ja auch toll. So, was haben wir? Ey, lauf! Was haben wir hier? Noch nicht so wahnsinnig viele Leute. 4 und 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir auch direkt ein Sägewerk hier hin, weil es gerade schön passt. Und guck mal, dass wir hier oben ebenfalls noch ein paar Holzfäller und Förster hinsetzen. So, ne? Das ist doch schön. Wie können wir das am schönsten setzen? So natürlich hier. Ja, das ist doch perfekt. So, dann kriegen wir erstmal ein paar Holzfäller und so weiter. Was haben wir denn? Wir haben 8 Äxte. Das ist auf jeden Fall eine gute Menge. Und hier kriegen wir jetzt direkt Honig? Aha. Also, das Verhältnis stimmt natürlich komplett. Wir kriegen einfach mördermäßig viel Honig. Wie soll ich das denn? Wie soll ich denn damit klarkommen? Also, wir brauchen jetzt... Wir brauchen Wasserwerke. Ich habe keinen Platz für Wasserwerke. Ist natürlich auch schon mal richtig toll. Wir haben keinen Platz für ein Wasserwerk. Schön. Wir brauchen definitiv ein Wohnhaus. Großes Wohnhaus oder klein? Nee, bei den Wikingern sind mittlere Wohnhäuser immer besser. Zumindest halt, wenn man nicht die Ubi-Version spielt. Wir sind doch gar nicht in Amerika. Wir sind ganz woanders. Wir sind in Europa. Wir scheinen in Europa zu sein. Würde ich mal sagen, so von der Position. Oder vielleicht auch Asien, keine Ahnung. Hier haben wir die afrikanische Wüste. Hier ist die Wüste in Südamerika, würde ich mal schätzen. Und, ja. Ach, cool. Gefällt mir. Dann lauf mal ein bisschen dich umgucken hier. So, ich will natürlich irgendwie nach Japan irgendwie gehen oder so. Das wäre natürlich... Halt, da kann er nicht hinlaufen. Nach Japan will ich natürlich irgendwie fahren, ne? Also, mal sehen, wie viele, wie viele Gründungskarren wir uns machen müssen. Wir haben 10. 10 Geologen. Okay. Gut. Das heißt, gehe ich erstmal ein bisschen hier auf Wanderschaft. Ein bisschen gucken, was wir hier so finden. Ja, kann man da irgendwo hin? Gibt es nicht viele Orte hier anscheinend. Okay, ein paar, aber nicht viel. So, also ersten Honig haben wir hier schon. Ne, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir brauchen einfach ein Lager, wo wir dann schon mal alles einlagern. Ja, das könnte schwierig werden. Oder nee, ich baue das Lager nicht hier hin. Wir setzen
Wir setzen hier einfach direkt. Wie viel kosten die denn? Ach, die kosten ja nur 6 Holz. Das ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. So, kommt her. Dann planiert uns das Ganze halt. Planiert uns den ganzen Kappes. Meine Güte. Habe ich doch kein Problem mit. Wir können die großen Türme eigentlich einreißen. Das gibt uns ein paar Ressourcen zurück. Der kleine Turm reicht uns eigentlich. Da haben wir ein paar mehr Rohstoffe. Und das ist auch schön, dass das Wohnhaus direkt fertig wird. Dann kommen wir damit schon mal ganz gut über die Runden. So, also hier ist die Wüste. Hier haben wir dies, hier haben wir das. Da unten ist ein Gebirge. Könnte ich da theoretisch schon mal Geologen hinschicken? Ja, die scheinen zu laufen. Nee, sie laufen nicht. Okay. Habe ich mich getäuscht. So, wo war jetzt hier gerade irgendwo? Ist doch der gerade hier irgendwo durchgelaufen? Ist er nicht gerade hier? Ja, hier so einen tollen Steinpfad lang gerannt. Das sieht ja cool aus. So, hier ist auf jeden Fall ein Gebirge aufgetaucht irgendwo. Genau hier unten. Das könnte von gesteigertem Interesse für uns sein. Da könnten wir vielleicht was drauf finden. Okay, hier sind die Anden. Der Kollege kann im Prinzip einmal nach Nordamerika durchlaufen. Wo soll das jetzt hier sein? Ist das Holland? Schon halb unter Wasser oder so? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es früher oder später noch erfahren. So, hier oben. Wasserwerk. Wir können hier nirgends ein Wasserwerk bauen. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Das ist ja echt zum Mäusemelken. Ein weiterer Turm. Und wir brauchen mehr Förster. Mehr Holz vor der Hütte. Wir brauchen mehr Holz vor der Hütte. Jo, das holen wir uns jetzt nämlich. Und zwar am besten hier unten direkt. So, da gibt es jetzt auch noch direkt die 2 Holzfäller, die dazukommen. Und dann ein weiteres Türmchen, damit wir hier uns weiter ausbreiten können. Gut. Der Förster macht seinen Job ganz brav. Ja, er könnte natürlich ein bisschen mehr hier seine Bäumchen hinpflanzen. So, und wir sehen, Honig ist schon mal zu einem großen Problem geworden. Mhm. Man sieht, es geht nicht sonderlich geil voran hier. Der ganze Honig. Ja, was soll's. Die sollen jetzt halt hier die Tempel erstmal basteln. Dann machen sie auch schön, machen sie sehr gut. So, nochmal ein paar Holzbretter freigemacht. Wir produzieren jetzt einfach nur Mana. Dadurch, dass wir halt die ganze Mana-Produktion schon stehen haben, dann versorgen wir uns einfach komplett mit Mana. Meinetwegen, habe ich kein Problem mit. Finde ich in Ordnung. So, das erste Ding ist ja auch bald fertig. Wir brauchen halt auch das Wasserwerk. Ne? Das ist so ein bisschen problematisch. Das Wasserwerk, das kostet nämlich ja auch nochmal ein bisschen was an Holz. Und die anderen Gedönses, die sind gar nicht so wichtig. Ah, die Tempel sind gleich fertig zumindest. Ja. Anscheinend haben wir auch genug Holz. Denn das wird alles gar nicht weggetragen hier, die ganzen Holzbretter. Die liegen hier erstmal alle noch rum. Ja, das heißt, wird wahrscheinlich gleich kommen, sobald hier das Wasserwerk vernünftig planiert ist, werden sie wahrscheinlich hier anfangen, die ganzen Baumstämme tragen zu wollen. Oder besser gesagt, die Holzbretterbaum stimmen ja nicht. Wir sind in Südafrika angekommen. Okay. Es scheint aber auch keine Verbindung zu geben. Ach, guck mal, hier ist direkt das Gold. Siehste wohl. Hieß es nicht, wir sollen schnellstmöglich das Gold finden? Ah. Wo wollt ihr hin? Habe ich euch hier hingeschickt oder so? Anscheinend habe ich das getan. Okay, gut. Dann gammelt ihr halt hier ein bisschen rum. Entspannt euch. Macht ein bisschen Urlaub oder was auch immer. So, hier haben wir Steine und nochmal ein weiteres Gebirge. Okay. Da geht ihr jetzt mal alle hin. Das ist das Ural, würde ich mal vermuten. Das Uralgebirge. Und was bräuchten wir ansonsten noch? Steine. Ja, warum nicht? Wir könnten mal hier uns in die Richtung schon mal fortbewegen, damit wir hier dann ein paar Steine hacken können. Wäre auch gar nicht so verkehrt. So, und hier geht's wahrscheinlich, hier müssen wir dann im Norden lang. Weil hier unten geht's wahrscheinlich runter nach Italien oder so. Ja, das hier werden die Alpen sein, vermute ich mal. Genau. Das heißt, wir sind im Moment wahrscheinlich tatsächlich gerade in Deutschland. Okay. Wikinger sitzen in Deutschland.
Oder so. Und das hier. Ah, okay, das hier ist ein Great Britain. Das hier scheint ein Großbritannien zu sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, das mit dem Sumpfland, das passt natürlich auch perfekt. Weil, ne, hier sind so Holland, Belgien. Holland, ne? Schönes Strandgebiet, Belgien. Und dann ist hier dann so die Verbindung rüber. Die alte Furt. Das kommt ganz gut hin. Hier unten dann halt Frankreich. Passt. Kommt hin. Passt alles. Ist halt ein bisschen verzerrt, aber nicht weiter schlimm. Passt soweit ganz gut. So, und hier drüben sind wir halt in Asien. Nach wie vor. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie nach Japan rüberkommen oder so. Und in wie weit wir vielleicht hier auch noch hinkommen. Da kommen wir nirgends hin. Na? Wichtig. So, der Kollege, der ist ja auf jeden Fall gut unterwegs, ne? Der hat seinen Weg nach Nordamerika gefunden. Schön. Trotzdem interessant, dass da irgendwie Nordamerika so... Also eigentlich stand ja, wir sollten in Nordamerika starten. Taten wir jetzt aber nicht. Ja, wir haben ein bisschen übertrieben viel Honig. Hm. Aber wir haben ja auch gar nicht viel Mana. 123, das ist ja überhaupt nicht übertrieben. Nein, definitiv nicht. Okay, und wir müssen relativ viele Wälder pflanzen. Das ist auch eine tolle Aussage. Was heißt denn bitte relativ viele neue Bäume? Was heißt denn das? Weiß ich noch nicht, was das heißt. Aber wir werden ganz gemütlich einfach uns voranarbeiten. Wir bauen dann einfach mal das eine oder andere und gut ist. So, die sollen uns gar nicht weiter stören, die Sachen. Machen wir hier machen wir das mal anders. Wir setzen hier einen Holzfäller hin und auf die andere Seite ein. So. Das ist schön. Dann haben wir hier nämlich perfekt alles versorgt. Der kann hier auch noch ein bisschen was tun. Ah ja, die Blümchen, dadurch geht es natürlich nochmal richtig schnell. So, und wir brauchen Wasserwerke, einige. Wir werden einige Wasserwerke brauchen, um das hier vernünftig zu bewirtschaften, das ganze Gedöns. Diese ganze Mana-Struktur ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir schon von Anfang an so viel haben. Dadurch, ja, kriegen wir echt schon mal einiges zusammen. So, das Sägewerk wird jetzt als nächstes gebaut. Da fehlen noch 3 Holz. Ja, komm, den Turm, den brauchen wir nicht so schnell fertig machen. Der Turm wird gerade fertig gemacht, okay. Und ich denke, das nächste Holz wird wahrscheinlich erstmal zu den Holzfällern gehen. Ich möchte gerne, dass das Sägewerk erstmal gebaut wird. Das wäre noch ein bisschen schöner. Dann würde sich hier nicht ganz so viel Holz ansammeln. So, als nächstes Steine. Geil, ein paar schöne Steine hier raushauen. Mhm. Nehme ich gerne mit. Und mal gucken, was wir hier noch so finden. Ja, ist das? Ja, also theoretisch wäre ich jetzt dann in den schottischen Highlands, aber das ist schon sehr weit oben eigentlich. Das ist schon sehr weit. Aber mal sehen. Mal gucken. Nee, das ist nicht England. Das ist doch nicht England. Wir sind schon in Amerika. Wow. Okay. Das ist halt einfach mal direkt Nordamerika. Okay, gut. Gut zu wissen. Das heißt ja dann im Prinzip, dass wir uns ganz geschmeidig mit Türmen dahin fortarbeiten müssen und bislang keine Werft benötigen. Wobei hier ist, ja gut, da komme ich ja mit Geologen durch. Nicht mit Geologen, sondern mit den anderen Typen, Pionieren, die meine ich. Mit denen kommen wir da dann durch. So, der Kollege ist jetzt hier Afrika ein bisschen am Absuchen. Aber er schafft... Es gibt keine Verbindung hierhin. Okay, also nach Afrika müssen wir tatsächlich übersetzen. Da brauchen wir dann ein Schiffchen. Oder einen Winter. Rufen wir mal den Winter. So, du bist hier irgendwo jetzt so langsam auf dem Weg nach Sachalinsk oder Kamtschatka. Je nachdem, wo es hier weitergeht. Erstmal sind wir auch in Sachalinsk. Und dann geht es von da aus dann irgendwie runter gen Süden wahrscheinlich. Oder halt auch nicht. Gehen wir mal nach Korea. Ja, ab nach Korea. Natürlich erst nach Nordkorea und dann nach Südkorea. Ist ja klar. Ist ja rein geografisch schon gar nicht anders möglich. Zumindest nicht über den Landweg. So, was passiert hier? Also, Holzfäller. Schön, schön, schön. Sägewerk ist fertig. Sehr geil.
Der Steinbruch, den brauche ich noch gar nicht. Den lasst mal erstmal sein, bitte. So, da ist mir nämlich das Sägewerk tatsächlich ein bisschen lieber. Oder halt auch das Sägewerk. Dass das hier gleich beliefert wird, das wäre schon mal richtig gut. Dann kriegen wir schon mal in doppelter Geschwindigkeit nochmal weiteres Holz. Wir haben noch zwei Sägen und noch zwei Äxte und noch eine Säge. Das heißt, ich kann noch ein bisschen was kann ich noch machen. So. Müssen wir mal gucken, wie ich das hier am besten vorantreibe. Da unten ist das Gold, da muss ich hin. Das heißt, ich gehe am besten hier entlang. Ja, das wäre wahrscheinlich am geschicktesten. Dass wir dann hier so lang gehen, hier uns so runterhangeln zum Gold. Hallo? Zum Gold. Irgendwie hat die Maus jetzt so manchmal so ein paar Aussetzer, dass sie nicht klickt. Und hier zum Eisen natürlich, ne? Eisen braucht man natürlich auch. Kohle brauche ich nicht. Wir können ja uns eine Köhlerhütte bauen. Allerdings gibt es hier unten auch Kohle. Okay, gut, dann nehmen wir die Kohle mit. Wenn sie schon da ist, dann sollte ich sie auch mitnehmen. Ich muss ja nicht unbedingt die. Oho, was war das? Ich muss ja nicht unbedingt die Köhlerhütten bauen, wenn es nicht gerade notwendig ist. Ist zwar schön, aber brauchen wir halt nicht. So, also, wie sieht's hier aus? Wir kriegen. Also, Honig immer noch en masse. Holz ist halt noch recht wenig da. Ich könnte theoretisch eine Eisenschmelze schon mal bauen. Aber ich brauche gerade keine Werkzeuge. Das kommt noch. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Das sind ja tatsächlich jetzt die beiden letzten Sägewerke, die ich hier gerade baue. Holzfäller, die ich hier gerade baue. Dann baue ich noch ein Sägewerk. Dann sind wir damit erstmal durch. Haben wir da jetzt erstmal alles gebaut, was gebaut werden kann. Okay. Gut, Holzproduktion sollte dann laufen. Steinproduktion können wir dann auch gleich beginnen. Das sehe ich tatsächlich nicht so problematisch. Okay, wir haben hier so ein paar kleine Errors. Keine Ahnung, was wieder los ist, aber alles gut. Sollte hoffentlich durchlaufen. So, schön. Hier ist noch ein bisschen was Afrikanisches. Der Kollege hier hat auch schon wieder Wüste gefunden hier. Bisschen Streifen hier unten. Ja, und die sind hier weiter fleißig am Suchen. Ah, klar. Also in Korea gibt es jetzt erstmal so eine heilige Stätte. Okay. Okay, eine heilige Stätte in Korea. Was hat es damit auf sich? Mysteriös. Werden wir herausfinden. Möglicherweise kommt uns hier die Hilfe zuteil. Ich weiß nicht, was für Hilfe das sein wird. Aber ich vermute fast, dass sie hier auf uns warten wird. Gehe ich mal fast von aus. Gibt ja nicht umsonst so ein tolles Gebiet hier. So, was aber noch Schönes. Ja, Türme sind fertig. Können uns hier weiter nach Süden vorarbeiten. Oh, ich muss natürlich gucken, wie viele Einheiten wir noch haben. Oh ja, das reicht ja noch. Wir müssen ja dafür sorgen. Ich muss erstmal tatsächlich dafür sorgen, dass unser Steinbruch auch genügend Steine kriegt. Nicht, dass es am Ende daran scheitert, dass der Steinbruch dort keinen Stein mehr hat. Das wäre auch nicht so toll. So, hier geht's weiter. Der Turm hier rüber. Damit wir hier Richtung Eisen kommen. Wir können uns zwar Stein in Eisen versammeln, genau, vor allem versammeln, verwandeln natürlich. Aber das kostet ja Mana. Und Mana brauchen wir nun wirklich genug, um die ganzen Wüsten dann grün zu schaufeln. Wäre schön, wenn die Gärtner das könnten, aber die Gärtner können das natürlich nicht. Ist ja klar. Warum sollten die das auch können? So, eine Imkerei reicht im Prinzip komplett für zwei Winzer. Das ist immer die Problematik bei den Wikingern. Was heißt, die Problematik ist eigentlich auch ganz schön. Aber zwingt uns halt dazu, dass wir noch ein paar Winzer nachziehen müssen. Müssen wir halt noch ein bisschen was drauflegen. So, die müssen jetzt aber auch erstmal planiert werden. Und die kleinen Tempel kommen da tatsächlich noch gar nicht hinterher. Und das heißt, wir lassen die erstmal so stehen und bauen keinen weiteren kleinen Tempel. Passt erstmal. So, was sagen die Wasserwerke? Die kommen tatsächlich auch nicht hinterher. Schön, dass hier. Das finde ich toll. Hier hat tatsächlich jemand von den Holz. Einer der Holzfäller hat hier tatsächlich ein bisschen Platz gemacht. Das finde ich super. Sehr schick.
Können wir hier richtig schön... na gut, Fischerhütte geht so. Sind hier ein paar Fische? Ja, da sind ein paar Fische. Das geht. Das kann man machen. Und dann sind wir hier auch schon direkt auf dem Weg zu der Goldmine oder zu den Goldminen. Und sind auch schon bald da. Gut, gar nicht mehr so weit. Wir müssen halt, wir gehen halt parallel in zwei Richtungen und wir haben halt nach wie vor nicht so ein mega großes, nicht so eine mega große Ressourcenproduktion. Wobei, das geht eigentlich jetzt schon ganz gut, ne? Wenn wir uns so die Bretter angucken, die gibt es jetzt schon in ganz guter Zahl. Wir bräuchten mal ein paar weitere Träger. Da mangelt es uns jetzt so ein bisschen. Und wir müssen leider die Folge schon beenden. Wir haben jetzt allerdings Afrika schon bald komplett erkundet. Das ist schön. Äthiopien sind wir hier gerade. Ja, noch nicht ganz, ne? Doch, etwa. Etwa Äthiopien hier, wo die Berge sind. Das passt schon. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.